Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bellride mit eurem Erik Vikingson und dem Ragnar. Gestern haben wir unsere Wachen eingestellt, wir haben ein bisschen was fürs Dorf, für die Sicherheit gemacht. Aber wir müssen einiges machen, denn unser großes Ziel ist ja, wie gesagt, dass wir als nächstes dieses mittelständische Banditenlager angreifen. Dafür sind wir aber derzeit noch nicht gewappnet. Klar, ich muss noch Bücher lesen und so weiter und so fort, da guckt man kurz rein, das dauert noch 37 Minuten. Das heißt, nach dieser ungefähr... Während oder nach dieser Aufnahme können wir das nächste Buch lernen in Sachen Stärke, dass wir da natürlich nach oben gehen. So, das nächste, was mir jetzt passiert ist, wir haben zu wenig Fleisch. Ich habe, oder besser gesagt, zu wenig Essen. Ich habe jetzt gestern nochmal hier ein Lagerfeuer aufgebaut. Das hatte aber den Grund, ich brauchte ja gebratene Pilze. Ne? Wir haben jetzt die Sammlerfackel. So, wir gucken jetzt mal kurz hin, was hier als nächstes gemacht wird. Ich glaube, das war dann dieses, genau, dieser Sammlerschuppen. Dafür ist alles drin, bis auf das Holz. Das funktioniert, das wird getragen. Da ist die Bess auf jeden Fall schon dran, dass die anfängt zu lernen. Wir haben diese, die Gerberhütte, Entschuldigung. Die Sammlerhütte habe ich ja schon aufgebaut. Die, oder lasse ich gerade aufbauen. Hier hinten, da seht ihr schon den Bauplan. Ich gehe jetzt nicht bis hin. Da wird alles aufgebaut werden, damit wir die Sammlerhütte dann wegmachen können. Ich überlege gerade, ob wir uns heute noch einen zweiten Jäger holen werden und wir werden uns einen Zimmermann holen, damit die Gebäude schneller aufgebaut sind. Das sind die nächsten zwei Sachen, die wir jetzt machen werden. Wir haben jetzt noch Platz. Der Hans kommt ja nicht, hat er gesagt. Das heißt, wir brauchen jetzt definitiv neue Mitarbeiter, um die Lücke zu füllen. Das nächste, was ich gern machen würde, wäre den Bauern. Ja? Und ich werde hier draußen ein bisschen eine Erweiterung machen. Da hinten, wo ihr jetzt die Bäume seht, möchte ich gerne Felder anlegen. Weil wir haben zu wenig Essen. Ich möchte wenigstens zwei Gemüsefelder haben, dass wir da auf jeden Fall einen Push bekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt definitiv erstmal los und werden Mitarbeiter holen. Klar, das kostet jetzt natürlich auch wieder Essen. Wir werden jetzt gucken, dass wir irgendwie rankommen, weil wie gesagt, hier, wir haben derzeit nicht mal mehr Beeren. Und die pflanzen wir eigentlich an. Genauso wie rote Beete, da geht gerade gar nichts. Wir werden vielleicht auch noch Seeds einkaufen gehen, dass wir da richtig gut bestückt sind. Wir gehen jetzt erstmal hoch nach Hörnden, weil da kriegen wir erstmal unsere Leute. Ja, und die brauche ich. Wir brauchen diesen Bauern, wir brauchen den Zimmermann. Das sind so die ersten, die ich gerne haben möchte. Die Weberei und so können wir später holen, ja. Wir müssen ja nicht zu viel oder zu viel aus den ganzen Ländern holen. Was heißt Länder? Aus den Dörfern natürlich, ne? Entschuldigung dafür. So, du hast jetzt gerade auch nichts mehr zu essen einstecken. Doch das Fleisch, aber das ist in Ordnung. Das reicht uns auf jeden Fall, dass wir in Sachen... ja, wie soll ich sagen, in Sachen Stärke, Ausdauer und so weiter gut dastehen. Für das, was wir heute machen wollen. Wir gehen ja heute nicht den Angriff machen. Dann werden wir einige Sachen vorbereiten müssen für den Angriff. Ich werde das definitiv versuchen, allein zu machen. Das mit den Pfeilen funktioniert letztendlich. Das mit dem Holz funktioniert. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, bis wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass irgendwann bald mal der Handel dann freigeschalten wird, dass wir irgendwie was verkaufen können. Ich werde mir auch demnächst mal rausschreiben, was wir alles so hier verkaufen können. Was haben wir im Überschuss, was können wir mitnehmen. So, grüß dich, mein Großer. Pass auf, ich hätte eventuell ein Anliegen für dich. Was könnten wir denn hier kaufen? Verkaufen. Hier. Hier haben wir zum Beispiel gar nichts, was wir verkaufen können. Klar, wir könnten die ganze Zeit Heugabeln machen und könnten Heugabeln verkaufen. Ist aber nicht der Sinn der Sache, deswegen brauchen wir das nicht. Die Bücher und so weiter haben wir geholt. Wir gucken jetzt, dass wir uns... den ersten großen hier holen. Jetzt müssen wir nur kurz gucken. Die, die was tragen, die brauchen wir nicht. Die können wir gar nicht ansprechen. Wir brauchen definitiv den Bauern, den Zimmermann. Der wäre jetzt Punkt Nummer 1, ist der Schmied, ne? Das ist der Expertenschmied. Den können wir uns noch nicht holen. Ich weiß, ich glaube, die sind da unten irgendwo. Die eine Rothose, die will ich auf jeden Fall. Da läuft sie, glaube ich. Diese Rothose ist, glaube ich, ein Zimmermann. Ist der Weber. Es gibt aber eine Rothose, die ist Zimmermann. Weiß ich. Da unten läuft der Bauer. Da kommt ein Bauer. Den könnten wir eventuell kriegen, wenn wir Glück haben. Den Frank. Den Frank. Sag mal, Frank, hättest du Bock, bei uns dabei zu sein? Er hätte Bock. Leute, wir haben den Frank. Wir haben unseren Bauern. Es freut mich zu hören. Wir nehmen den natürlich mit. Kostet 2,4. Aber was wir haben, haben wir. Frank, ich danke dir. Pass auf, Frank. Ich werde dich jetzt definitiv schon mal einplanen. Deine Aufgaben werden sein... Inventar, das sieht super aus. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Attribute und so weiter sehen auch gut aus. Übersicht. Pass auf, du bist ein Arbeiter. So. In der Herstellung hast du nichts zu suchen. Im Schmelzen hast du auch nichts zu suchen. Im Ernten nimmst du natürlich die 1 auf. Sammellager. Sammellager. Hier im Ernten nimmst du die 2.
Landwirtschaft die 1. Genau, Scheune. Sehr gut. Holzfällen machst du nicht. Lieferung machst du nicht. Ja doch, na klar. Lieferung machst du auf 3. Kochen hast du nichts zu tun. Jagen hast du nichts zu tun. Die Gerberhütte ist fertig, Leute. Dann werden wir gleich weiter gucken, dass wir jetzt in die nächsten Sachen kommen. So, bauen sollst du nicht und forschen sollst du eigentlich auch nicht. Das passt. Wartet auf Beschäftigung, das ist in Ordnung. Ich glaube, so ist er super eingestellt. Mein Großer, Frank, ich danke dir, dass du da bist. Wir haben unseren ersten exzellenten Bauern. So, wir gehen in die Gebäude. Und sagen jetzt natürlich der Bevölkerung... Warte mal. Wir müssen kurz in den Forschungstisch. Das nächste, was ich forschen möchte, war... Der Speisekeller geht nicht. Wir haben aber den Bauern. Dann hätten wir den Förster. Den brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir haben den Bauern. Das nächste, was wir brauchen, ist definitiv der... Ich will ja meinen Bogen haben, den Holzfäller. Das wird schwierig, den zu kriegen. Oder ein Zimmermann, da hätten wir das Rathaus. Das ist der zentrale Knotenpunkt eines Dorfes. Schaltet fortgeschrittene Gebäude frei und macht dich zu einer größeren Bedrohung für die Fraktion. Machbar ist es ja. Müssen wir gucken, ob wir einen Zimmermann kriegen. Der soll ja auch bauen, ne? Das nächste, was ich gern haben würde, ist hier eine Dorfverschönerung. Den Dorfschrein. Das wäre das erste, was ich gern hätte. Und die Laternen, die wären natürlich auch geil, ne? Machen wir den Dorfschrein als nächstes. Und dann machen wir die Laternen, ja? Dann ist das nächste. So, wir haben unseren Bauern. Wer läuft denn uns da hinten weg? Wir gucken kurz. Ist es ein Zimmermann? Das ist der Expertenschmied. Wir brauchen noch einen Zimmermann. Also, Bauer ist da. Sehr gut, das werde ich natürlich nachher alles richtig einstellen. Wir werden natürlich... Oh, was haben wir denn mal da? Ist die Weberin? Die Weberin. Ich bräuchte halt wirklich einen Zimmermann. Hallo, Püppi. Ein Zimmermann wäre natürlich richtig gut jetzt. Back to the fields. Plenty to be done today. Da hinten läuft unser Bauer weg. Ich glaube, so Zimmermann wird gerade richtig schwierig werden, hier zu finden. In den anderen Gebieten ja. Das heißt, wir müssen dann im Endeffekt die... Ja, Paso befreien, ne? Wir müssten Paso befreien. Außer sie hätte jetzt die Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass sie hier eine Koryphäe ist, die Clara, in Sachen Bau. 2-3 wird man noch hinkriegen, aber sie kann halt wirklich gar nichts. Das bringt uns nichts, dass wir da jetzt reingucken. Sorry, Püppi, dass ich gesagt habe, du kannst nichts, aber für unsere Belangen wird das nichts. Wir gehen jetzt noch einmal hier oben durchs Dorf. Wir haben Zeit, ich gehe jetzt nochmal Fleisch kaufen da oben. Das nehme ich natürlich gleich mit. Bücher und so weiter ist erstmal... Wen haben wir da hinten? Wer bist du denn? Das wäre die Schmiedin. Lass mich dich mal kurz angucken, Marina. Marina, Püppi, du würdest ja mitkommen, ne? Herstellung. Das wäre die Schmiedin. Aber in der Schmiedin sind wir jetzt gerade nochmal gar nicht dran. Ah, aber dann, wenn wir eine Schmiedin brauchen, wissen wir, wo wir gucken müssen. Gut. Da hinten läuft, das ist, glaube ich, die Weberin, ne? Da war ich jetzt schon dreimal bei der, glaube ich. Die, glaube ich, die geht uns jetzt... Die denkt sich auch, was will der Typ die ganze Zeit von mir? Gut, passt. Dann ist es so. Habe ich hier hinten nochmal irgendwas, was ich entdecken könnte? Da hinten läuft nochmal ein Rothemd rum. Scheint aber was zu haben. Mit der kann ich nicht reden. Ja, das ist richtig, Maus. Das ist der Schmied. Es sind hier so viele Weber am Start. Das kann doch jetzt nicht schon wieder die Weberin sein. Die war doch gerade noch hinter uns. Das ist wirklich noch eine... Die haben zwei Weberinnen anscheinend, ne? Das hier ist der Schmied. Das ist der Experte, ne? Oh, warte mal. Oh, was haben... Das ist ein Zimmermann, ne? Oh, Dalibor. Was bräuchten wir denn damit... Ich muss das kurz gucken, weil ich habe... Okay. Also den Expertenzimmermann kriegen wir nicht. Also kriegen wir nur die Appreciated.
Gut, komm, scheiß drauf, geh mal einkaufen. Jetzt haben wir lange genug gesucht hier, das bringt ja so nichts. Ach, Marina. Nee. Klar, wäre es jetzt... Nee. So, pass auf. Ich würde gerne kaufen, und zwar nichts von dir. Gut, wir können essen. So, dann sollten wir... Ich glaube nicht, dass wir drüben einen Zimmermann kriegen jetzt schon. Wir sind ja noch nicht in der Freundschaftsliste, aber wir könnten es probieren. Wir könnten es probieren, ob wir vielleicht einen Zimmermann drüben in Paso kriegen, weil wir müssen ja definitiv noch zum Einkaufen der Samen. Das will ich definitiv noch machen. Okay, der Kräuterkundler ist eh hier unten. Ich würde sagen, wir laufen rüber. Wir machen heute wirklich Struktur. Vorbereitung für den großen Angriff. Das wird jetzt nochmal eins... Ja, heute die Folge und definitiv morgen nochmal die Folge dauern. Aber wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Gehe ich ganz stark davon aus. Entschuldigung. Wollen wir hier gucken oder bei dem anderen? Ich glaube, es nimmt sich beides nicht viel. Dann sind wir drüben im Paso. Komm, das machen wir gleich. Ab nach Paso. Wir gucken, das hier oben, die hat einen Händler, ne? Großes Stück geräuchertes Fleisch, sehr, sehr gut. So, zweiter Jäger wäre natürlich auch geil. Wir haben aber jetzt einen Bauern über Überfluss. Das heißt, wir könnten einen zweiten Jäger unten von uns eh nehmen. Dass sie zu zweit jagen gehen. Da wir ja jetzt Pfeile und so weiter herstellen. Das ist alles kein Thema. So, mein Großer, pass mal auf. Ich würde gerne einkaufen bei dir. Und zwar nur Bären und so Zeug. Grüße dich. Ich brauche... Was kaufst du eigentlich? Knoblauch. Okay, er kauft Knoblauch. Das können wir uns schon mal auf die Fahne schreiben. Pass auf, wir brauchen von dir Zwiebelsamen. Wir nehmen definitiv die Radieschen mit, die zwei. Wir nehmen die vier Rüben mit. Wir nehmen auf jeden Fall auch, hallo, die Kartoffeln mit. Hallo. Und wir nehmen die zwei rote Beetesamen mit. So. Das ist das, was wir brauchen für uns. Dann haben wir jetzt eingekauft, ist in Ordnung. Wir werden demnächst hier mal ein bisschen Knoblauch verkaufen. Was raucht denn da hinten? Leute, hier ist noch ein Einserlager. Man, ist echt noch nicht weggemacht? Oder können wir vielleicht noch mal kurz vorbeischauen? Man, ist tatsächlich nicht weggemacht? Das kann gar nicht wahr sein, oder? Oder ist das wieder eins, was wir befreit haben? Aber was? Ja, aber es wird ja da nicht rauchen, glaube ich, ne? Ey, Leute, da gucken wir auf jeden Fall gleich noch mal vorbei. Da fühle ich mich sogar in der Lage dazu, das zu machen. Werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen was zu essen einkaufen für uns. Nägel funktionieren, funktioniert alles. Das läuft uns ja nicht weg. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier einen Zimmermann kriegen. Grüß dich. Aber ich glaube, wir müssen hier eine Befreiung durchziehen. Das ist der Gym. Das ist eine Zimmermann. Zimmermännerinnerin. Holzfäller. Oh, das wäre natürlich auch stark. Da ist ein Zimmermann. Eine Zimmerfrau. Zimmerfrau? Wie heißt sie? Brigitte? Hallo? Die Brigitte. Brigitte, kriegen wir dich schon mit? Das Dorf ist nicht befreit. Oh, guck mal. Ich kann sogar jagen. Aber die ist halt hier super, ne? Und auch hier super. Vertrauenslevel. Ja, ist klar. Ansehen ist da. Vertrauenslevel haben wir noch nicht. Da brauchen wir ein höheres. Da müssen wir Freund sein auf der höheren. Dorfschrein ist freigeschaltet, Leute. Das ist super geil. Super, super, super geil. So, Dorf ist nicht befreit. Das heißt, das nächste, was wir machen müssen, ist dieses Dorf befreien. Das heißt, dann würde ich schon mal sagen, können wir jetzt hier den Glockenturm schon errichten? Du bist im vertrauenswürdig genug, um den zu bauen. Du bist nicht vertrauenswürdig, den zu bauen. Ja, aber Leute, wir haben ja hier keine Aufgaben mehr. Weißt du, was ich meine? Hast du noch Aufgaben für uns? I'm afraid I don't have anything for you to do right now. Anything else?
seeking something specific? I, times are tough. Was du? Können wir das schon essen? Okay, pass auf, Leute. Wir gucken jetzt mal oben auf das Lager. Das müssten wir doch eigentlich... Das kann doch ja nicht sein, dass wir das noch nicht weggekriegt haben. Okay, wir müssen uns das merken. Wir haben auf jeden Fall hier in Pasto ist der nächste Ort, den wir befreien müssen. Halt die Klappe. So. Es wird jetzt alles gerade hergestellt und das finde ich mega gut. Jetzt gucken wir mal kurz, warum das hier oben noch nicht breit ist. Die Ausdauer ist uninteressant gerade. Wir können auf jeden Fall flüchten. Wir könnten uns eine Bäre mitnehmen. Die gibt uns ein bisschen Ausdauer, glaube ich. Ach, gehört noch zum Dorf. Ne, ist ja natürlich super. Ich war der Meinung, wir hätten die schon locker befreit. Ist das jetzt auch das Dorf, wo ich hin will? War man wo? Ja. Haben wir die tatsächlich noch nicht befreit? Ess die mal bitte, dass du noch ein bisschen Ausdauer ziehst. Tatsächlich, Leute, die haben wir echt noch nicht befreit. Okay, wir gucken mal kurz, wo wir uns hinstellen können. Verbände und so weiter sind safe da. Okay, jetzt hör mal bitte auf zu rennen. Du musst jetzt mal ein bisschen dich konzentrieren. Wenn ich das so mache, ich weiß ja nicht, bring die viele Bogenschützen mit. Habe ich hier einen Abgrund? Bitte gerade hier... Ah. Ich habe nicht wirklich eine Möglichkeit, mich hier zu verstecken, ne? Okay, das ist ein offenes Feld. Das ist ein offenes Feld und das sind, glaube ich, einige, ne? Auch hier gucke ich kurz, ob ich hier vielleicht eventuell runterkommen könnte. Ich könnte hier drauf rennen. Aber ich glaube, da bin ich mega weit weg, ne? Ich glaube doch, ich erinnere mich, wir haben das hier schon mal probiert. Ich müsste dann hier runter auf den Stein. Aber die müssten dann auch mitkommen. Okay, hier wird es gerade ein bisschen schwierig. Aber lass uns mal ein bisschen noch scouten. Uns läuft nichts davon. Wir hätten dann hier als Schutz der Möglichkeiten, hätten wir uns definitiv zu verstecken. Wenn wir sie gepult kriegen. Ich würde es probieren wollen. Denk dran, du hast nicht viel Ausdauer. Du musst das mega gut abpassen können. Ja, genau so. Bleib auf dem Weg. Spring. 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 Okay, zieh Ausdauer. Zieh Ausdauer. Alles gut. Alles gut. Den einen hasse. Ist in Ordnung. Loot den schon mal. Die kommen wieder. Richtig looten? Ja, super. Verwandt. Ja, die haben jetzt nicht mehr viel, ne, für uns. Aber das läuft gerade. Wir müssen es jetzt halt so probieren. Nicht zu viel rennen, bitte. Und jetzt gehst du wieder in die Fluchtsituation. Du musst das schaffen. Springen. Sehr gut. Zieh Ausdauer. Zieh Ausdauer. Der war ganz wichtig. Ja, jetzt hast du einen abgekriegt. Ist okay. Ich weiß nicht, wo der Bogenschütze gerade umoxidiert hier. Du musst rüber.
Mach das so ruhig. Geht out ab. Alles gut. Easy, 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 easy. Zieh Ausdauer, alles gut. Machst du gut so. Machst du sehr gut so. Wir Riemen, Geld und das ist da. Dann haben wir hier einen Säckle. Oben haben wir auf jeden Fall noch einen weggemacht. Es sind nur noch zwei. Kannst du die essen? Ah, ich hätte das Fleisch essen sollen, ne? Hier, pass auf, der kommt wieder. Den haben wir sogar getroffen. Der Bogenschütze muss jetzt als nächstes fallen. Aber bis jetzt ist alles gut. Wir den jetzt gerade nicht so gut treffen, verstehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Zieh noch mal und jetzt springen. Jetzt. Ich glaube, bei dem muss ich in Zweikampf. So blöd, wie es jetzt klingt, aber ich habe kein Schild dabei, ne? Du hast doch nur noch 8 Pfeile, großer. Ich kann, es kann passieren, ich gehe hier nochmal drauf, ne? Ich muss den Bogenschützen hier wegkriegen. Nimm deine Axt. Nimm die Axt. Junge, Junge, Junge. Guck dir das an. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Wir sind natürlich jetzt wieder voll ohne Ende. Das kannst du rausschmeißen. Ein Stück Fleisch essen? Nee, ne? Die brauchst du nicht. Das kriege ich jetzt nicht mit. Doch, dann kann ich die rausschmeißen. Dann habe ich die dabei. Mit Ruhe. Wir befreien erstmal das Ding. Sehr gut. Der ist weg. Dann haben wir hier... Haben wir hier eine Truhe? Da steht eine, ne? Wir haben, glaube ich, nur eine Truhe. Oder sind es zwei hier? Bin mir nicht sicher. Aber es ist, glaube ich, nur eine. Es sind nur eins. Ne, es sind zwei. Guck mal, da oben ist auch noch eine. So, pass auf, dann gehen wir kurz heim. Wölfe? Wölfe. Wir müssen auch da hoch. Dann gehen wir jetzt kurz heim. Laden aus. Richten dann nochmal kurz im Dunkeln die Bauernhöfe ein. Oder machen wir das, oder schlafen wir und dann richten wir die Bauernhöfe ein. Es läuft uns ja nichts weg. Wir gehen erst pennen, würde ich sagen. Oh, das hat uns jetzt auch nochmal Vertrauenslevel gebracht. Das ist schon mal ganz gut. Wenn wir die Bauernhöfe haben, setze ich den Bauern ein. Der müsste das alleine auf jeden Fall hinkriegen. Da bin ich eigentlich sehr, sehr... überzeugt davon, dass wir einen zweiten Jäger einstellen. Dann müssten wir, zweiter Jäger, ist natürlich auch mehr Pfeile, aber ist gleichzeitig auch wieder mehr Fleisch, ne? Gucken wir mal gleich, wer das kann. Aber ich würde gerne einen Bauern wegnehmen. Warte mal, da unten musst du hin.
So, das hat auch schon mal super funktioniert. Hier wächst auch mittlerweile alles. Rohhaut geht auch super in Ordnung. So, pass auf. Sind wir zu Hause? Mittagsspiel. Hier. Arm. So. Morgen, Freunde. Ich habe was mitgebracht. Was Gutes zum Speisen. So. Den hier kriegst du, den kriegst du, die kriegst du auch. Und mal, den gibst du mir wieder, weil den will ich selber essen. Die kannst du auch haben. So, wir haben ein Schildbuch. Und wir haben ein Arbeiterbuch. Wie, was ist denn passiert? Darf ich dich kurz streicheln? Kannst du eventuell ein Buch lesen noch? Arbeitsbuch. Komm hier, Ries, lest das gleich. Ne? Dann hast du das auch hinter dir. So, komm, dann gehen wir jetzt kurz pennen. Warte mal, das kann ich ja wegpacken. Brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Dann gehen wir noch kurz was lernen. Passt das noch hier rein? Okay, das ist voll. Und hier, ja. Das ist in Ordnung. So, das kann ich jetzt essen. Sehr schön. Und dann gehen wir hier nochmal kurz was lernen. Und zwar machen wir jetzt... Holzfäller, Holzfäller haben wir nicht. Elbenkurzbogen, wir brauchen den Holzfäller. Den haben wir doch oben gesehen, ne? Oh, ich dachte, wir bräuchten den anderen. Den Zimmermann. Aber dann... Vielleicht holen wir uns doch den Holzfäller, Leute. Weißt du, was ich meine? Der macht schon richtig Bums, ey. Den braucht man definitiv. Leute, dann holen wir uns morgen noch den Holzfäller schnell. Wir lernen als nächstes die Dorflaterne. Und jetzt gehen wir pennen. Dann gehe ich mir doch noch den Holzfäller oben holen. Wir haben auf jeden Fall genug Vertrauenslevel dafür da. Dann packen wir uns die Sachen gleich noch voll mit dem... Dann packen wir uns die Sachen noch voll mit dem Knoblauch. Dann gehen wir oben Knoblauch verkaufen. Haben wir uns einmal die Taschen komplett voll. Einen Tag bis zum Winter. So. Pass auf. Wie machen wir es jetzt? Es regnet. Das ist natürlich super. Das erste, was wir jetzt definitiv tun, ist einen Burger, den wir haben in Sachen Landwirtschaft. Das ist der Frank. Das ist klar. Der nächste wäre der Igor. Der Igor kann Landwirtschaft, dann würde ich den da lassen. Und wir hätten hier den Kasimir, der geht in die Jagd mit ein. Und kocht. Warum habe ich dich in Forschen drinne? Musst du nicht, ne? Wo waren wir jetzt? Jetzt hätte ich... Ja, das darf ich nicht machen. Genau, du bist Jäger, du bist Jäger. Was darfst du tragen? Ist klar, mit drei? Und herstellen musst du auch nicht. Der Ernste muss eigentlich auch nichts herstellen, obwohl er 4 von 4 hat. Der Ernste ist unser Koch, ne? Ja. Ich glaube, so ist es ganz gut eingestellt. Wir haben jetzt zwei Jäger, wir haben zwei Bauern. Kasimir. Ne, warte mal. Hier ist Landwirtschaft. Wir haben hier den Igor. Und dann mache ich den Igor hier auch noch raus. Dann sind die Bauern gleich eingestellt. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt kurz hier raus und bauen hier hinten unsere Bauernhöfe auf. Ich zeige euch gleich, wie ich das haben möchte. Den muss ich jetzt kurz einreißen, auch wenn das jetzt irgendwie blöd ist.
Aber der bringt mir jetzt gerade nichts. So, pass auf. Also, wir beginnen gefühlt hier. Die Zäune müssen hier auch weg. Also, pass auf, der Bauernhof 1 fängt jetzt hier an. Ich glaube, die Bäume da hinten kriegen wir jetzt noch nicht weg, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Bauernhof. Kann ich die da hinten reinmachen? Ne, dann sind die da im Weg. Also, wenn der Bauernhof jetzt hier anfängt, sagen wir mal so. Hier kriege ich auch noch einen hin. Weil der Baum da stört, den kann ich wegmachen. Lass mich mal kurz den Baum da wegmachen, bitte. Ne, du musst die zwei nehmen. Du hast jetzt eine andere Axt auch noch. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt den einen Dings da noch wegmachen muss. Ja. Irgendwas blockiert hier. Ich hole mal kurz die Schaufel. Ist sie vielleicht hier sogar schon drin? Ich muss das jetzt kurz machen, Leute. Also da müssen wir jetzt auch hinterher sein. Wir haben zu wenig Essen gerade. Kann ich den nicht wegmachen hier? Okay, das ist jetzt aber sehr merkwürdig, dass ich den nicht wegmachen darf. Okay, warte mal, da müssen wir es jetzt anders mal... Pass auf, dann probieren wir es jetzt so, wie ich es angedacht hätte. So, hier ist die 1, soweit wie wir können. Wäre die 2. Wenn wir den jetzt drehen. Nummer 2. Und jetzt will ich noch einen haben. Und zwar soll der dann auf jeden Fall hier mit rein. Ist halt meine Frage, warum darf ich nicht hier? Die Steine kriege ich ja nicht weg. Vielleicht reichen uns auch 2. Da könnte ich noch einen hinsetzen. Ja, dann habe ich aber nichts dagegen, dann setze ich den sogar so. Da ist es der Baumstumpf. Setz den mal so, das passt mir ganz gut. So. Jetzt stellen wir das Ganze mal ein hier, wie wir das jetzt wollen. Und zwar möchte ich hier ein Kartoffel und ein rote Beetefeld. Der Rest 0.
Kartoffel, rote Beete. So, bei dem Feld möchte ich ein Rüben- und Zwiebelfeld. So, und das möchte ich gerne als Kräuterfeld. Baumwolle. Weizen. Flachs können wir sammeln. Salbei. Hanf auf 2. Da würde ich auch noch 2 machen. Knoblauch. Wäre so das Mischfeld. Priorität 2. Und die Felder hier definitiv auf 1. In der Prio. So, jetzt bin ich gespannt, was unser Bauer macht. Also, unser Bauer 1. Der Frank kommt, glaube ich, jetzt zum Arbeiten. Unser Bauer 2, Igor, der arbeitet auch. Den sehen wir ja gerade auf dem Feld dort. Sehr gut. Dann haben wir das so eingestellt. Dann gehen wir kurz hier dran. Ich hoffe, da kriegen wir jetzt noch unsere Sachen eingelagert. Ja, sehr gut. Super. Können wir jetzt aktuell lesen? Eine Minute noch. Sehr schön. Hi. Auch dir hi. So, pass auf. Dann packen wir hier mal unsere Dings kurz rein. Was wollte ich reinpacken? Das hier. So, den packen wir wieder hier oben drauf. Hast du einen Bogen für uns? Haben wir, übrigens haben wir Pfeile? Nee, ne? Aber wir hätten hier zum Beispiel 8 Streitäxte. Benötigte Stärke 2. Die müssen definitiv hier rein. So, ich glaube, es passt. Da hinten wird gebaut, das ist sehr gut. Muss ich noch mal kurz nach unseren 2 Jägern gucken. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich unsere Jäger einfach nur als Jäger laufen lasse. Die haben 3 Bögen drin, die haben die Pfeile drin, das ist sehr gut. Wir können nur einen Jäger hier einstellen. Das habe ich nicht bedacht. Aber vielleicht ist es da gar nicht mal so schlecht. Mir gibst du bitte mal Pfeile mit. Und das machen wir noch hier oben drauf. So. So. So, dann nehmen wir unser Stärkebuch mit. Wir gehen jetzt noch rüber, holen jetzt noch das Banditenlager, machen wir jetzt leer. Und dann werden wir drüben schon mal die ersten schönen Gebäude setzen. Dorfschreien und so weiter. Das ist alles erstmal ein bisschen... Entschuldigung, dass ich heute so rennen, dass du heute so rennen musst, Rosa. Was ist denn hier noch für ein Buch eigentlich? Schilde, ne? Ja, wir brauchen jetzt erstmal ein Stärkebuch. So, pass auf. Das. Nimm dir mal bitte jetzt Stärke. Das haben wir noch nicht. Wir brauchen erstmal das andere Stärkebuch. Hier, ne? Und dann lest das gleich. So, 29 Minuten. Und so leveln wir unsere Stärke jetzt erstmal hoch. So, wie sieht es kurz hier aus? Nochmal mit dem... Ist da alles fertig? Die Laternen werden gemacht. Dafür fehlt das. Das ist kein Problem. Wir haben ja gesagt, wir möchten hier Sachen haben, ne? Zielmenge erreicht. Okay, da hat sie noch keiner hingetragen.
Gib mir mal die 3. Dann bringe ich sie da. Oder macht er das jetzt gerade? Nee. Ich bin ja auch hier, ne? So. Entschuldigung. Sind dann doch noch eins gewesen. Da würde ich jetzt überlegen, ob ich den auch wegmache und zum Bauernhof mit hinstelle. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Es ist natürlich jetzt blöd, dass jetzt morgen Winter ist. Aber wir kriegen auf jeden Fall nochmal Geld verkauft oder Geld zusammen. Dass wir sagen können, okay, pass auf, wir kaufen jetzt nochmal, dass wir im Winter erstmal gut gedeckelt sind. Einen Angriff werden wir jetzt so erstmal nicht kriegen. Das habe ich mit der Einstellung so, bin ich sehr zufrieden. Dass die halt jetzt Zeit brauchen. Finde ich gut. Wir gehen oben das Lager jetzt noch räumen. Habe ich vielleicht eventuell ein bisschen Essen für mich hier? Nee, ne? Ja, was denn? Genau, die wollte ich mitnehmen. Den Stack will ich verkaufen. Lass mich mal kurz das hier ausräumen. Ich packe das jetzt mal ausnahmsweise hier rein, Leute. Nicht aufregen, okay? Aber ich kann hier noch ein bisschen was mitnehmen zum Verkaufen. Ja, dann kaufe ich mir jetzt nochmal Fisch. So. Ist da was zu essen drin für mich? Warum nehmt ihr das nicht und räuchert das? Könnt ihr mir das mal erzählen? Hat da keinen Bock drauf, oder was? Hier ist doch noch alles dran. Sammlerhütte hat keine Aufgabe mehr. Aber die Sammlerhütte ist fertig, Leute. Ah, das gucken wir uns dann aber morgen an. Die lasse ich jetzt erstmal so, oder ich mache das jetzt gleich. Die Sammlerhütte ist fertig. Ist das gut. Komm, wir laufen. Ich brauche jetzt nicht hochlaufen damit. Kauft der überhaupt so viel? Ich habe ja gar nicht geguckt, ob der so viel kauft. Die kaufen ja wieder nicht alles, ne? Der Frank ist unzufrieden, das ist natürlich blöd. Hat Hunger, der Große. Ja, wir haben jetzt schon wieder ein Problem mit dem Essen. Ja, dann kommen wir über den Winter. Jetzt kaufe ich nochmal. Werde ich immer kaufen und verkaufen. Werde das so irgendwie hinkriegen. Das mache ich dann zwischen den Folgen. Und ja... Was habe ich denn? Oh, Entschuldigung. Grüße. Ich habe gehört, du kaufst was. 7 Stück. Tja. Alles scheiße. Das war jetzt nicht so der Plan. Der kauft halt, dass die auch immer so wenig kaufen. Da würde ich auch eine Einstellung gerne fühlen, dass man sagen kann, okay, pass auf. So und so sieht das aus. Kann ich eigentlich das essen? Nee. Okay, Leute, pass auf, wir reisen nochmal zurück, weil ich glaube, unsere Taschen werden dann zu voll. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, es tut mir leid. Nehmt es mir nicht böse. Wir sind ja Gott sei Dank schnell gereist, ne? Jo, danke. Ja, Entschuldigung, ich muss auch was essen. Kann ich, habe ich hier eine Möglichkeit? Ey, ich habe keine Einstellung hier, ne? Verwalten. Den auf die 1. Hier habe ich keine Verwaltung, da machen sie einfach. Hier habe ich auch keine Verwaltung. Das ist schön. So, dann gehen wir noch das Camp leer räumen. Wann das ungefähr? Hier, ne? Wir gehen jetzt einmal die Richtung. Ach, guck mal, da qualmt sogar noch. Weil es noch nicht leer geräumt ist. Kann das sein? Komm, rein damit. Ah, qualmt's noch. Vielleicht ist es dann auch erst weg, wenn die Kisten leergeräumt sind.
Ja, da ist noch Scam. Guck dir das an. Was ist denn da? Ist da echt jetzt ein Wolf eingezogen? Kann ja nicht wahr sein. Ja, aber den schwaller ich weg. Das ist mir egal. Nehme ich jetzt auch in Kauf. Die Laternen sind fertig. Dann können wir morgen ein bisschen Laterne noch setzen. Da habe ich auch Bock drauf. Die setzen wir uns natürlich, setzen wir natürlich gerne bei uns rein. Hast du gut gemacht, Rosa. Wieder was verschönt. Sehr, sehr schön. Ja, so langsam können wir auch ein bisschen in die Deko gehen. Lehrlingsbuch Schild, Apfel. Sehr, sehr nice. Zwiebel, was bringt mehr? 10, 25, 13, 40. Ich danke für die Zwiebel. Rest ist natürlich auch gut. Und wir haben nochmal Pfeile bekommen. Ja, sehr, sehr nice. Das Schildebuch kriegt jetzt gleich einer von unseren Typen. Ja, ist doch ein schöner Loot gewesen, ne? Das könnte schlechter sein. Also von daher, ich bin sehr zufrieden. Leute, ich laufe nach Hause. Das hat mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.